Hallo und willkommen zum Herzstein. Wir spielen eine Runde Arena, haben damit schon angefangen, allerdings ist unsere erste Aufnahme total für den Arsch, weil wir absolute Vollidioten sind, um ehrlich zu sein. Aber es lief ganz gut bisher, wir haben 3-1, ein Deck ohne essentielle Sachen, die der Hunter so braucht, allerdings bis jetzt ganz gut gefahren damit. Es ist eigentlich okay, aber naja, es könnte besser sein. Gut, Spiel Nummer 5. So. Ja. Übrigens ist dieser Ladebildschirm total unrealistisch, weil rein maschinenbautechnisch müsste dieses Band vor diesem Streifen sein, damit die Zeiger ausschlagen. Die Zeiger dürfen sich überhaupt nicht bewegen, die sind bloß festgeschraubt, da ist keine Feder und kein Mechanismus dahinter. Ja. Ja. Naja. Warcraft. Ah, zum Glück. Ein worthy opponent. Yes. Druide. Bring it on. Okay. Okay. Das Angry Chicken. Ich behalte es. Ich toste die Explosive Trap. Und hoffe auf was anderes. Naja, hätte ich sie behalten. Gut, wir haben den ersten Zug und Angry Chicken. Das ist ein Biest, ne? Also wenn es stirbt mit der Hyena, dann hast du es gebufft. Also hat das Chicken schon Value. Ja. Auf jeden Fall. Idealerweise bringt er jetzt irgendwas, was ich mit dem Chicken sofort zerstören könnte. Ah, komm, spiel was. Will nicht spielen? Nein, will nicht spielen. Der will nicht spielen. Okay. Vielleicht erst Knife Juggler, weil du die Hyena sowieso nicht buffen kannst. Und weil der Knife Juggler einen Schaden mehr hat. So weit, so gut. Wir haben erstmal schöne Board Control, das gefällt mir. Ja, aber der kann das Chicken eigentlich jetzt töten mit seiner Hero Power, wenn er denn so möchte. Ja, würde das Chicken töten. Das ist okay. Schade, dass wir die Hyena nicht machen. Oh. Ja, nee. Warum? Das okay. Oh, das war die Passive von Chicken. Ja. Ich hatte gerade überlegt, ob wir das Chicken vielleicht irgendwann mit dem Houndmaster buffen könnten, aber das wäre nie zugekommen. Nee. Ich glaube, das funktioniert einmal in 10.000 Fällen. Ja. Ich meine, dann könntest du das Enrage auch irgendwie auslösen, bin ich mir sicher. Ja. Auf jeden Fall. Echt, die Kombo ist zu situativ. Ich glaube, in der Arena sollte man generell keine Kombos spielen, beziehungsweise nicht so kombolastisch. Ja, es ist halt, du wirst halt meistens nie die Karten dafür kriegen, die optimal sind. Ja, okay, was ich jetzt machen werde, ist Houndmaster auf die Hyena. Gut, Rushdown. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in den Rushdown-Mode. Du hast viel Board-Control für Zug 4. Ja. Ich meine, er hat viele Karten, aber was bringt's ihm? Ja. Er hat sage und schreibe 4 Mana, oh wow. Und ein Coin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Druid überhaupt... Was hat ein Druid für Board-Clear? Hat der AOE? Mir fällt jetzt keiner ein gerade. Der hat ja nicht sowas wie Consecration oder Lightning Storm oder Shit. Irgendwas hatte der. Irgendwas, ja. Mit so einem komischen Bärentatzen. Ah, Swipe! Drei Klauen. Ja, genau, das meine ich. Swipe! Ja. Oh, okay, er hat. Oh. Naja, mein Gott. Naja. Naja. Ja.
Im nächsten Zug stirbt die Hyena, wenn wir nicht... Oh, Argus! Oh, die... Oh! Nein, sie stirbt nicht. Glück gehabt. Oh, das läuft gut. Du hast noch einen Ravenhold Assassin. Ja. Das kannst du dann fast finishen. Das Spiel, das wird ein weiterer Win. Ich lobe mal den Tag vor dem Abend. Ja, ich kann mir auch wenig vorstellen, was er jetzt noch machen will. Ganz ehrlich. Swipe würde alles töten, ne? Auf Swipe dem Board gerade. Swipe würde alles töten, aber egal. In 4 Runden ist er sowieso tot durch meine Hero Power. Ja. Und Ravenhold, weil Stealth. Ja. Kann er ja auch nicht unswipen. Ja, das war's für ihn, wenn er nichts bringt jetzt. Ohne Swipe ist er tot. Auf jeden Fall. Oder einen zweiten Turn vielleicht. Oh, was kommt jetzt? Ah. Ja, okay. Ah ja, er hat sich hochgeschildert. Okay, was als nächstes? Razor Fan und Explosive. Na, und Razor Fan oder Hero Power? Razor Fan und Hero Power klingt eigentlich cool. Ich glaube nicht, dass er dich direkt angreifen wird im nächsten Zug. Ja, also Hero Power auf jeden Fall. So. Ping goes the dudes. Ja, den nächsten Zug warst du. I will hunt you down. Okay. Ja, er weiß, dass er verloren hat. Er weiß es. Ich meine, der kann ja auch jetzt nichts spielen, was ihn healen würde. Weil er dann nicht mehr genug Mana hätte, aber er läuft weg wie ein kleines Mädchen. Ja, Menti. Naja. Ja. GG, anyway. Oh, Tracking. Oh, Goldenes Tracking. Oh. Gut, next. Weg. Soweit, also ich hätte mir... Ich hätte mir im Constructed niemals so ein Deck zusammengebaut. Weil es hat, wir haben keine Removal Spells. Das ist viel zu gut, das Ding. Ja, das ist 5-1 jetzt? Ne, 4-1. 4-1. Nächstes Match. Where we're bone. Ja. Wer hätte es gedacht? Rexha, oh shit. Undoing! The light shall bring victory. Ah, okay, anscheinend. Na, let's go. Okay, gib mir einen Buzzard oder... Na, ja. Naja, okay. Könnte schlimmer sein. Das stimmt. Ah, oh, was? Wir könnten zum Beispiel einen Giant King. Hm. Na gut. So, Coint. Wo coint er denn rein? Oh. Kobold Geomancer, okay. Ah, deine Hyena ist... Ich bin mir nicht sicher, wa? Ich würde sagen, diese Runde Hero Power, nächste Runde Razor Fan Hunter und im vierten Zug dann Starving Buzzard Hyena. Das ist ein Plan, ja. Weil ich wollte ungern einen der beiden verlieren, ohne dass die mir irgendwas gebracht haben. Naja. Schade, es ist leider auch passiver Zug und macht nichts für Board Control. Ja, das stimmt. Aber er hat nichts draus gemacht, er hat keine Kreaturen rausgebracht, deswegen ist es schon okay. Angry Chicken Beast, das ist gut. Wollen wir jetzt nicht spielen, aber das können wir dann für den Buzzard nehmen. Ja. Wenn er überleben sollte, mit vierten Zug. Gut. Das ist natürlich ein super Ziel für Shadow of Death. Hm. Klar, ja, ne? Mountainshine ist halt situativ, du musst halt auch abwarten, bis du den Priest wirklich alles hast raushauen sehen, bis du den anwenden kannst. Naja. Ah, das ist Shadow of Death. Okay.
Dann hat schon mal nicht die Aina getötet. Das ist vollkommen okay, wenn der so... Oh, und das Schwein ist... Ja, das Schwein ist weg, aber es wäre ein Biest gewesen, schade. Ja. Hättest du die Aina machen können. Oh, das ist gut, da kannst du den Überbleibsel retten von Aina Buzzard. Und irgendeins profitiert von dem Jing. Profitiert? Profiliert. Profiliert, ja. Okay. Priest. Okay. Ich finde die auch total zum Kotzen. Oh shit. Ach. Onto the battlefield. Oh Gott. Gut. Field Master Chicken kannst du machen. Angry Chicken und dann Defender of Argus. My shield for Argus. Noch ein Buzzer. So. Oh, das. Du hast die Möglichkeit, das Chicken zu buffen. Ja. Falls du einer Kreatur angreifst. Ja. Das stimmt. Okay, nächste, nee, na gut, doch, ja, nee, ist er. Du sagst es, lieber Priest. Ah, Shadow of Pain, okay. Absolut in Ordnung. Das ist wirklich gut. Die haben Schaden gemacht und die haben zwei Karten vom Gegner. Ist ja das zerstört. Oh, das ist eine geile Karte. Ja. Du kannst wenig spielen. Du kannst Shieldmaster Buzzard spielen. Oder Rhino Hero. Nee, kannst du gar nicht. Nee, kann ich gar nicht. Shieldmaster Buzzard ist besser. Ich sagte, der Mountain Giant wird bis zum Schluss auf deiner Hand hocken. Ja, natürlich. Der wird auch nur teurer. Wie viel kostet der? 12? Der kostet im Grunde genommen 12, ja. Kannst du gar nicht spielen, überhaupt, wenn du nicht mindestens zwei Karten auf der Hand hast. Also er ist... Ist optimal. Oh, ja. Longbow. Longbow reicht gerade so nicht. Schade. 5 Schaden. Aber es ist halt cool. Ja, das kriegst du schon viel raus. Ja. Ich werde es trotzdem machen, einfach um die Board Control zu behalten. Was wirst du machen? Longbow. Oh. Und dann, oder? Ich könnte noch meinen Longbow behalten, mit Eaglehornbow angreifen. Dann nehme ich aber 7 Schaden. Ja, 7 Schaden. Ach. Ja, machen wir das so. Spielen wir den. Smack. Smack. Zack. 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 Bum. Gut. Alles klar. Noch halten wir ihn schön. Das läuft gut. Das läuft gut. Ja, was hat er jetzt? The light protects me. Super. Ich finde diese Karte so sinnlos. So, was wir jetzt machen. Ich spiele das Rhino, bekomme eine Karte. Vielleicht ploppt der Divine Shield auf. Was natürlich super wäre. Und ja.
Was? Bitte. Und ah. Schade. Wirklich schade. Allerdings der Crazed Alchemist, den behalte ich erst noch. Und du hast wie viel Schaden da? 10 Schaden. Ja. Moment, sind 3... Oh, ich würde das schon fast rushen. Einfach. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er ist tot, er ist tot. Er ist schon wieder ein Bienen. Ein Bienen. Ein Bienen. Ein Bienen. Sehr gut. Okay, außer er heilt sich jetzt wieder extrem hoch, was ich befürchte. Na, wenn er sich jetzt extrem hoch heilen will, dann kann er deine Minions nicht komplett abräumen. Ja. Ja, jetzt... Oh, wenn er Taunt gibt, ist das nie angenehm. Das stimmt, das stimmt. Aber selbst Taunt wäre zu zerstören. Ich habe alle meine Leute auf dem Feld, um eine Taunt-Kreatur zu zerstören. Das Schlimmste wäre jetzt ein Defender of Argus mittendrin. Ah, immer das Ding. Nee, er hat verloren. Er weiß es. Er weiß es. Er weiß es. Er denkt sich Hero Power und überlebt es. Ja. Oh, er wird es immer noch nicht überleben. Nee, er ist tot. Longbow. Ja. Gut. Alles klar. 5-1. 5-1. Das schlägt sich gut. Wurf, auf jeden Fall gut. Ja. Gefällt mich. So, nächster. So, wen kriegen wir? Worthy Opponent, oh. Rexa, Schamane. For Doomhammer. Okay. Let the hunt begin. Minerals checken, ich hab das nur einmal im Deck. Okay. Also machen wir Tossen. Die 3 in Hoffnung auf Starving Buzzard. Nein. Gut. Okay, oh, da ist unser Starving Buzzard. Wenn ich jetzt in den Buzzard reincoin, kriege ich eine Karte. Ja. Vielleicht nicht das Beste, aber who cares. Ah, shit! Ah, fuck! Unangenehm. Okay, ein good chicken it is. Ah. Berechnet auch damit, dass der Murloc im Gegendeck ist. Novice Engineer. One shot, one kill. Ja. Okay. Hm.
Einzige, was ich machen kann. Oh fuck. Ah, dieses Totem. Ernsthaft, das ist die stärkste Karte, die er hat. Okay, das muss ich jetzt einstecken. Zum Glück haben die Bridges nicht viel Health. Ja. Okay, gut. Jetzt hat er Crazed Alchemist, gut. Ja. Der solche Sachen einfach instant zerstört. Das wäre richtig geil. Plus 2 Damage, das ist so viel. Ja, das ist ein... Ja. Das ist ein besserer hier, dieser Wolf. Ja, ist der Direwolf Alpha. Für eins billiger. Ah, da bekommen wir zu viel Board Control. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Außerdem muss ich jetzt mit den beiden das Totem zerstören. Der wird die nicht leben lassen, glaube ich. Er kann sie aber auch nicht. Naja, er kann. Savannah Highmain. Kannst dein Schwein buffen und das Totem töten. Nein, nein, nein! Buff das doch mit dem Houndmaster und tötet das Flame Totem. Ja, du bist auch tot, ja. Ich krieg das auch so tot. Ja, okay. Also. Schon hast du keine Probleme. Viel angenehmer. Viel angenehmer. Rhino dann mit dem Houndmaster Button. Ja. Oder besser noch, du spielst gleich Savannah Highmain. Das Dingo! Yes. Okay. Vielleicht buffst du doch lieber eins. Ich buff lieber eins. Sollte es denn überleben. Okay, ich spiele den Houndmaster. Das, ja. Reduziere sein Leben auf 1. Smack. Hero Power. Okay. Ja, es sieht schon besser aus. Ja. Vor allem, weil er 2 Minions bräuchte, um das Rhino abzuräumen. Ja. Können alle bald abfallen? Nein. Er kann. Fuck. Okay, das. Aber es ist ja trotzdem ein Trade, der mich das die Board Control behalten lässt. Das ist uninteressant. Oh, ich verachte dich. Ah. So ein Bastard. Ah. Er greift mich an. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich brauche einen Weg. Kannst nicht. Du kannst nur ein was spielen aus deiner Hand. Was ich machen werde, ich werde Savannah Highmain spielen. Wenn das nicht angreift. Selbst. Also er wird es wahrscheinlich nicht angreifen. Ja, vielleicht bin Fury da besser, wenn er es nicht angreift. Dann kannst du in der nächsten Runde immerhin 2 abräumen.
Und das hält genauso viel aus wie die High Main. Ja. Das wird da, tut's? Ja. Ja. Das wird auch genauso viel töten. Halt alles. Was bisher liegt. Ja, okay, 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 okay. Sehe ich ein. Mit dem Houndmaster. Könntest du. Gnomish Adventure. Ja, ja. So. Okay. Zumindest hat er nur relativ wenig Schaden, den er rüberbringt. Naja, bei 4 Kreaturen auf dem Feld und einer Waffe, es könnte auch mehr sein. Ja. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Okay. Die kannst du nicht töten. Doch, kann er. Ja, das ist gut, was er macht. Also für dich ist es gut, was er macht. Ich hätte viel mehr Angst, wenn du jetzt auf einmal mit 5 HP dastehst. Ja. So ist es schon richtig. Er läuft auf den Taunt. Oh Gott. Ach. Oh fuck, wie viel. Das hilft mir nicht. Kannst du irgendwas Cooles damit töten? Okay, pass auf. Ich spiele Stranglethorn Tiger, Eaglehorn Bow und prüge irgendwas tot. Okay. Am besten den Drachen. Das bringt mich auf 9. Jetzt kann er 5 Schaden machen, wäre ich bei 4. Ah, das wird ein ganz knappes Ding. Oh! Was? Ich überlebe mit... Nein, ich überlebe nicht. Ich hab verloren. GG. Ah, shit! Mit Legendary. Na gut. Alle Legendaries. Jeder hat Legendaries, nur ich nicht. Scheiße, ja echt. Das stimmt nicht traurig. Okay, naja, vielleicht war's das jetzt. Vielleicht steigen wir auch auf in die Ruhmeshallen des Todes. Wenn wir ein Spiel finden. Egal. Oh, Hogger. Beinahe. Beinahe gegen Hogger. Das ist ein Legendary. Ja. Okay. Ich toss die beiden und bekomme... Naja. Ja, es ist besser. Ja. My greetings. Hallo? Hallo? Wo ist hallo? Greetings, traveler. I will hunt you down. Wenn Nature will der Archon-Squire sein einziges Minion bleibt bis zum nächsten Zug, würde ich ihn damit töten? Wenn nicht, tötet er den Knife-Jugger ziemlich wahrscheinlich. Naja, ich bin trotzdem. Was soll ich anders machen? Ja. Ich meine, er könnte den Knife-Jugger jetzt töten mit Hero Power. Und dem Ding. Ja. Könnte er. Könnte er wirklich. Da habe ich nicht nachgedacht. Ja, aber letztendlich, ja, ach. Was soll's? Ja, er nimmt 3 Schaden und das Ding ist ja mal. Ich mach's mal, Okay, Jungle Panther, ja.
Oh, ich denke, das ist Waffen. Ah, oh, so gut. Die Synergies. They're all over the place. Ja. Oh, the Wilds. Naja. Okay. Ja, meine Tee. Ja. Oder? Nein, nein. Explosive Trap und Hero Power. Ja, das ist natürlich okay. Das Rudi. Auge für die Plays. Das Auge. Ja, das Auge. Naja, was soll ich mit dem Houndmaster anfangen? Naja, der hätte den Panther buffen können, aber mit dem hätte es den nicht angreifen können, sonst wäre er in der nächsten Runde gestorben. Ja. Eben 4 Schaden. 5, wenn man seine Hero Power mitrechnet. Ja. Sing. Oh. Okay. Das Houndmaster, du könntest allerdings auch warten mit angreifen und den ein zweites Mal buffen. Oh. Oh, du Bastard. Ah, ich sehe, was du vorhast. Na? Okay. Ja, sonst würde er nämlich sterben, wenn du angreifst. Moment. Wenn er jetzt... Kann er angegriffen werden oder ignoriert er einfach den Taunt? Der hat erst Taunt, wenn der Stealth weg ist. Soul of the Forest, okay. Ah, das ist natürlich... Geht der Trend nicht kaputt? Der? Nein, der bleibt. Der wird halt beschworen. Alter, starke Karte. Ja, finde ich auch. Besonders wenn man solche Low-Cost-Minions spielt. I wonder. Was ich jetzt machen werde. Hast noch einen Houndmaster? Ich könnte, könnte mit der Owl einen von den silencen, eben dann Houndmaster auf die Owl. Ja. Ja. Ja, warte, wenn du den Houndmaster auf die Owl machst, dann macht der Mad Bomber die trotzdem in einem Zug tot. Naja. Der Mad Bomber würde ich dann ausschalten. Ich würde schon meinen Jungle Panther offenbaren. My greeting. Okay. Ah, oder ich spiele Gnomische Mentorer Hero Power. Ist besser. Bing. Oh, ja, okay. Gnomische Adventurer. Inventor? Ich spreche es immer falsch aus. Inventor! Okay, Nourish. Inventor. Du kannst Mountain Shine spielen. Ja. Mountain Shine sieht echt gut aus. Kannst du dann Taunt geben in der nächsten Runde und deinen Panther auch noch buffen. Ich finde es schon okay. Wenn er so lange überlebt, wenn nicht, dann macht er mindestens sein Geld wieder wett. Ich würde anfangen, den Panther zu traden, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir nicht leisten, noch sehr viel mehr Schaden zu nehmen. Ja, okay. Ja. Außerdem lässt das mich auch meinen Feind am Leben bleiben. Das stimmt. Er verliert eine Karte und im nächsten Zug wird dann halt der Giant gebufft durch den Defender of August. Du Bastard! Oh.
Nein! Oh! Diese Kombos! Shit! Nicht schlecht, der Druide. Okay, wir haben verloren. Alles klar. Ist das das Ende vom Run? Ja, das Ende des Runs. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Zeig es uns. Lightspawn, aha. Oh, ein goldener Lightspawn. Und sage und schreibe 40 Gold. Golden Shit. Okay, gucken wir uns das Pack an. Hallo. So. Nein, 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 nein. Nichts Besonderes. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, das war's für unseren ersten Run. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis bald.